Kollegen, ich will jetzt mein Redemanuskript jetzt auch wieder beiseite legen, weil doch einige Sachen jetzt nochmal korrigiert werden. Dass einige Sachen hier nochmal richtig gestellt werden kann. Die Ministerin hat eindeutig gesagt, diese Summe ist in diesem Haushalt noch nicht abgebildet. Und wir haben in diesem Doppelhaushalt ist es bis jetzt noch nicht drin. Und ich möchte jetzt mal kurz erinnern, dass wir in der Koalitionsvereinbarung auch einige schwerwiegende, kostenintensive Punkte haben, die wir zusätzlich jetzt mit draufgenommen haben. Da ist die beitragsfreie Kita, das auch nicht mal so ohne weiteres dazu stemmen. Es ist die Umsetzung der Inklusion, der Breitbandausbau und die Digitalisierung, kostet auch eine Menge Geld. Es sind auch mehr Polizisten und zusätzlich ist es auch schon die Finanzierung der Theaterreform reinzukommen oder mit reingekommen. Und dann kann man sich natürlich als Opposition hinstellen. Ich sage mal, heute mal ganz kurz, 10 Millionen für Seiteneinsteiger, mal kurz 20 Millionen für Grundschullehrer und so. Der Ministerpräsident soll das zur Chefsache machen und dann wird das alles sofort geregelt. Unsere, Herr Wild, wir haben ganz klare Festlegungen in dieser Koalition. Wir wollen keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Ich denke, das ist eine vernünftige Sache bei dem Schuldenstand, den wir insgesamt noch haben. Und wir sind jetzt in einer glücklichen Phase, dass wir eine Niedrigzinsphase haben. 1% mehr sind roundabout 100 Millionen Euro mehr Zinsen. Das muss man da der Ehrlichkeit auch immer sagen. Und dann kann man sich natürlich immer hinstellen als Opposition. Von den Linken kennen wir das ja. Frau Bern hat immer mehr Geld für Kita, hören wir jedes Mal. Frau Kröger oder Herr Koblin immer mehr Geld für Kultur. Frau Schwenke, jetzt sitzt im Präsidium, immer mehr Geld für SPNV und ÖPNV. Natürlich kann man das immer fordern. Und die Ministerpräsidentin soll das alles zur Chefsache machen. Und Frau Oldenburg auch immer mehr für Schule, wobei ich den letzten Punkt natürlich eindeutig intendiere. Ich muss auch eindeutig sagen, ich habe im Frühjahr mit den Brandenburgern Arbeitskreis dort Bildung von der SPD auch zusammengesessen, wirklich sehr gute Gespräche geführt, auch gesagt, E13 und so weiter. Die haben es genauso aus der Not gemacht, weil Berlin damit angefangen hat, dass eine Spirale, wenn alle Bundesländer machen, müssen wir es ohne irgendwann auch 100%. Na ja, richtig. Und deswegen werden wir auch die Sache relativ kurz in den Griff nehmen. Und Simone, deine Äußerung mit den Seiteneinsteigern, die werden nachher genauso bezahlt wie die Grundschullehrern. Die werden jetzt genauso bezahlt denn mit E11 und die werden dann genauso bezahlt nachher nach A13. Also das ist doch kein Argument, was du vorhin gebracht hast. Wenn die Seiteneinsteiger ihre Qualifikation und ihre Anerkennung bekommen haben, dann kriegen sie genauso viel Geld wie die ausgebildeten Lehrer. Bei der Polizei ist das eigentlich so üblich, wenn da Seiteneinsteiger drin sind, die kriegen, glaube ich, nach 5 oder 7 Jahren genauso das gleiche Geld und die gleiche Anerkennung. Das hat die Bildung in der Hinsicht eigentlich nur so nachgeholt. Und die verantwortungsvolle Politik sieht eben aus, dass man eine Gesamtstrategie braucht. Und wenn ich da mal höre, 14 Millionen sind aus dem letzten Jahr da irgendwie übrig geblieben, die kann man ja da irgendwie reinschreiben, irgendwie so eine Äußerung war ja auch mal in irgendeiner Zeitung zu lesen. Ja, einmal ist die Summe da, aber die kann dann auch bloß einmal ausgegeben werden. Aber ich will das kurz machen. Wir werden uns letztendlich dort nicht verschließen können. Es wird in meinen Augen auch relativ zeitnah, aber spätestens, denke ich, auch mit dem nächsten Doppelhaushalt kommen. Wir haben natürlich auch einen Koalitionspartner, mit dem muss man natürlich auch darüber fahren, das ist doch ganz klar. Und da bin ich erst mal gespannt, wie das nachher aussieht bei den ganzen Gesprächen. Und ich muss Ihnen dann auch noch mal... Ich hatte vor kurzem auch eine Diskussion mit jungen Gymnasiallehrern. Und als wir da auch über diese Angleichung gesprochen haben, war auch hochinteressant. Ja, die haben dann auch gleich gesagt, na, wenn die E13, dann wollen wir mindestens, oder die A13, dann wollen wir auch sofort die A14 alle haben. Also es ist da auch noch viel Arbeit zu bewerkstelligen. Es gibt viele Punkte, die eindeutig dafür sprechen. Ich sage mal bloß Umsetzung der Inklusion, die das absolut rechtfertigen, dass die Grundschullehrer diese Angleichung bekommen. Von der Ausbildung her wird es alles geben. Es ist in diesem Doppelhaushalt nicht abgebildet, muss man ganz deutlich so sagen. Wir haben große Investitionen im Haushalt und demzufolge werden wir heute den Antrag ablösen. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass es in näherer Zukunft dort zu einer Angleichung kommen wird.